Ob du je schon mal das Gefühl hattest, dass du für immer verloren seist oder sogar von deinem Leben verraten worden bist. So ergeht es im Moment Veronika, dessen Brief mich erreicht hatte. Und auch diesmal habe ich die Erlaubnis, diesen euch vorzulesen und auch ein paar Inspirationen und vielleicht Einladungen, nicht nur der Community, sondern natürlich auch Veronika, denn die fragte um Rat bei mir, auszusprechen. Ich bin Gabriela, ich begleite Betroffene von frühkindlichen Traumata und KPTBS somatisch mit einem sehr wichtigen Mindset. Denn ich glaube fest daran, dass wenn Betroffene die Traumaheilung angehen, dass sie nach einer gewissen Zeit aber auf jeden Fall Linderung im Nervensystem erreichen können und im Körper zu Hause vielleicht vom Neubeginn finden können. Ich freue mich jetzt auf dich und dann bis gleich. Und nun der Brief von Veronika. Liebe Gabriela, verzweifelt wende ich mich an dich. Ich glaube, ich bin für immer verloren. Mein Name ist Veronika und ich bin 48 Jahre alt. Nach einer langen Ehe, die schließlich in einer schmerzlichen Scheidung endete, stehe ich vor der Riesenherausforderung, mein Leben neu zu ordnen, und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Meine schrecklichen Erkenntnisse der vergangenen Monate machen mich fertig und lassen alle widerlichen Erinnerungen an meine Kindheit aufleben. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen mit drei Geschwistern. Ich war die zweitälteste. Uns Kindern ist es lange nicht bewusst gewesen, dass unsere Eltern uns gegeneinander ausspielen und zum Teil allen verschiedene Versionen von Fakten und verschiedene Aussagen zu denselben Themen erzählen. Je älter wir geworden sind, im Schulalter, umso mehr ist mir dann aufgefallen, dass wir Kinder zueinander immer mehr böse und gehässig sind, Neid und sogar Hass verspüren. Wir wurden auch misstrauisch zueinander und kämpften gleichzeitig alle um die Liebe unserer Eltern. Wir haben uns dann auch aus den Augen verloren und haben heute keinen Kontakt mehr. Mein Vater war oft in der Sprache gewalttätig und er hatte uns auch mal gehauen. Meine Mutter flüchtete nur zu ihren Freundinnen in das Essen und das Rauchen und war nicht stark genug, uns vor unserem Vater zu schützen. Noch mehr, sie entwickelte eigenen Strategien, irgendwie sowohl unserem Vater als auch uns Kindern entsprechen zu können. Das gelang ihr natürlich nie, obwohl sie unserem Vater stets bediente. Sie war die meisten Zeiten für uns nicht da, nicht verfügbar, weder nach der Schule noch wenn uns etwas schmerzte. Ich glaube, sie war eine sehr unglückliche Frau. Und ich weiß noch all die emotionalen Bedrohungen und Erpressungen meines Vaters. Seine Lieblingssätze waren, wenn dann, also wenn wir das und das nicht machen, dann passiert dies und das. Und der zweite Satz lautete, solange ihr oder du unter meinem Dach lebst, machst du, was ich dir sage. Wir erhielten auch nur dann etwas an Aufmerksamkeit, wenn wir etwas taten, was nach außen herzuzeigen war. Wir wurden aber oft isoliert und durften Kameraden nicht treffen oder haben Hausarrest bekommen. Irgendwie war auch mein Vater nie für mich da. Ich hatte dann versucht, durch mein Studium von zu Hause zu flüchten und bin an die Uni gegangen. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt und schnell auch geheiratet. Dabei habe ich nicht bemerkt, dass er mich ebenfalls manipuliert und mich erdrückt und meine Welt sehr einschränkt. Wir haben zwei Kinder bekommen, die jetzt mittlerweile schon groß sind. Dann starb meine Mutter vor 3 Jahren und das hat in meinem Inneren alles verändert. Obwohl unsere Mutter uns nie geschützt hat und nie für uns da war, bin ich in eine Lebenskrise durch ihren Tod geschlittert. Vielleicht kamen unbewusste Gefühle hoch,
oder das Vermissen von echter Liebe, das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich plötzlich erkannt, dass ich immer um Liebe gekämpft habe und das nicht nur als Kind, sondern auch um die Liebe von meinem Mann und sogar um die Liebe meiner eigenen Kinder. Es war eine sehr bittere Erkenntnis zu sehen, dass ich fast 25 Jahre lang in einer Scheinwelt gelebt und sogar zugelassen habe, dass auch unsere zwei Kinder etwas Ähnliches erfahren, wie ich damals als Kind. Eine tief schmerzhafte Erkenntnis war, dass auch meine Kinder in eine toxische Rivalität verwickelt wurden und heute einander als Rivalen sehen, was unsere familiären Bindungen weiter belastete. Nach 3 Jahren ist mir jetzt gelungen, endlich die Scheidung einzureichen. Als Reaktion haben die Kinder den Kontakt zu mir abgebrochen. Und ich fürchte, dass meine Kinder mich nie mehr wirklich lieben werden. Ich möchte nur noch die Beziehung zu meinen Kindern verbessern und irgendeine Versöhnung finden. Ich arbeite daran, eine liebevolle und unterstützende Umgebung zu schaffen, in der wir als Familie wieder zusammenfinden können. Im Moment denke ich aber, dass ich für immer verloren bin und auch ich nicht die Kraft haben werde, was Gutes zu tun, so wie meine eigene Mutter es nie geschafft hat. Was kannst du mir an Rat geben? Vielen Dank und freue mich auf deine Antwort, Veronika. Das ist jetzt auch natürlich ein sehr, sehr tiefgehender und ganz, ganz großartige Offenbarung. Und liebe Veronika, das ist ein Brief, welcher ganz großen Mut verlangt hat. Da bin ich mir ganz sicher. Denn ist zwar anonym vorgelesen worden, aber wenn wir uns gewisse Dinge, die wir vielleicht nur mal gedacht haben oder vielleicht nur geahnt haben und gar nicht noch formulieren konnten, erstmal niederschreiben, dann steht es sozusagen schwarz auf weiß. Und du hast sehr, sehr viele Erkenntnisse auch bereits über dich selbst und über dein eigenes Verhalten hier festgehalten. Ich möchte dir erstmal auch für den Brief danken. Und dann habe ich mir 5 Inspirationen und Empfehlungen, beziehungsweise vielleicht ein bisschen auch Kommentare, mir notiert, die ich jetzt hier teilen möchte. Als erstes, es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du dich hierbei, und das haben oft auch Klienten, Klientinnen bei mir, dass du dich nicht schuldig fühlst, nicht schuldig dafür, dass du ein Verhalten anscheinend zum Teil von deinen Eltern übernommen hast. Denn wenn du beschreibst, dass sowohl dein Vater als auch deine Mutter euch gegeneinander ausgespielt hat und dass ihr alles Mögliche hier an Gewaltsform noch mit erfahren habt, dass diese narzisstische Erziehung natürlich auch in eurem Verhalten als Geschwister sich niederschlagen hat. Es ist ja kein Wunder. Und es gibt ein sogenannte narzisstische Geschwisterrivalität. Vielleicht hast du schon davon gehört, da habt ihr alle in der Community jetzt davon gehört. Das ist nichts anderes, als wenn zumindest 2 Geschwister, aber auch mehrere, insbesondere bei mehreren funktioniert es äußerst auffällig gut, leider, dass die Eltern, die nicht in der Lage sind, in der eigenen Partnerschaft das Liebevolle zu finden und ihre eigenen Bedürfnisse vor allem durch sich selbst zu erfüllen, und das Versuchen durch die eigene Partnerschaft, was dann auch misslingt und scheitert, dass die Bedürfnisse dann bei den Kindern bzw. durch die Kinder erfüllen lassen wollen. Und da ist häufig nicht Halt auch davor nicht, dass diese eigenen Bedürfnisse dann durch Manipulation erfüllt werden sollten. Deshalb ist es so, dass
dann eben die Geschwister, die ja auch verschiedene Alter natürlich haben, verschiedene auch ja, Fortschritt in der Entwicklung und Verstand, nicht wahr? Also wie viel kann ich hier überhaupt begreifen, dass diese Geschwister hier damit in diese, ja, in diese komplexe Beziehungsgeflecht mit eingezogen werden. Und wenn die Eltern da nicht reflektiert genug sind und nicht bewusst genug sind, was dort gerade passiert, beziehungsweise nicht das Vermögen haben, ihre eigenen Bedürfnisse auf andere Art und Weise zu erfüllen, dann kann sowas passieren, dass beide Eltern, beide unzufrieden, auf eine kindliche Art, nicht wahr? Weil das ist eine kindliche Art, die eigenen Bedürfnisse durch andere Menschen erfüllen lassen wollen. Das ist keine erwachsene Handlung, sondern noch ein fast unbewusster Handlung, was auch Kinder machen. Wenn sie Hunger haben, dann schreien sie, später wird dann auf den Tisch gehauen oder wird geschrien oder verlangen auch nach dem Essen. Und erwachsene Menschen kochen sich dann etwas. Wenn diese Bedürfnisse aber nicht auf erwachsene Art und Weise zu erfüllen gelernt, ja, gelernt werden konnten, dann bleibt es so, dass zum Beispiel auch Partner in einer Partnerschaft von dem anderen erwarten, dass gekocht wird oder dass immer eingekauft ist oder für sie einfach sorgen. Und ja, es ist leider auch kein Halt davor, dass wenn die beiden in einer Partnerschaft füreinander das nicht hinkriegen, dass sie dazu einfach die Kinder als Werkzeug mit in dieser Geflecht mit nehmen und das Verhalten der Eltern, der letztes Endes sehr missbräuchlich ist, ja, emotional, als du beschreibst sogar auch verbal, also es war ja sehr komplex auch, wie auch dein Vater diese Bedürfnisse auf eine narzisstische Art und Weise versucht hat, sich ja zu erfüllen. Und gleichzeitig ist auch sehr, sehr auffällig, dass anscheinend beide deine Eltern mit Selbstwert ein Problem gehabt haben. Zwar anders aus oder verlagert, ja, aber sowohl dein Vater, der höchstwahrscheinlich durch viele ja, innere Kritiker oder ja, wo diese Zwänge dann auch da waren, das verbal irgendwie na, durch Aggression zum Ausdruck zu bringen und euch oder an euch rauszulassen, dass das Selbstwert nicht entsprechend war. Denn wenn ich mein Selbstwert habe und auch mein Selbstvertrauen habe und auch die Fähigkeit habe, dass ich ja meine Bedürfnisse entsprechend meines Selbstwertes dann erfülle, dann brauche ich niemanden dazu in Anspruch zu nehmen. Und wenn ich auch sicher bin, dass das, was ich so alltäglich mache und entscheide und wie ich zum Beispiel auch zu meiner Familie bin, dann brauche ich meine Kinder nicht isolieren. Dann ist ja keine Angst da, dass andere alles Mögliche mitbekommen. Das ist ein sehr typisches Verhalten, dass man versucht, die Kinder zurückzuhalten in diesem System, sage ich mal, Familiensystem, ja, dort einzuschränken, damit diverse ja, Handlungen und Geschehnisse nicht nach außen gehen. Und auch was du noch hinzu beschrieben hast, was nach außen herzuzeigen war, gleichzeitig aber, ich war Selbstwert aufzupolieren, wenn die Kinder etwas Tolles erreicht haben, dann aber, nicht wahr, in die Außenwelt hinaus zu posaunen und stolz zu sein darauf, wie das Kind ist. Auf der anderen Seite zu Hause ist dann das Kind aber stets nur etwas zu erledigen da. Und wird nicht möglich sein, echte Liebe zu geben. Ja, und auf der anderen Seite deine Mutter, die, ja, du hast ja bereits auch beschrieben, nicht wahr? Sie war nicht stark genug.
Und ein Fluchtmodus, eine Fluchtreaktion war ja bei ihr dann sehr ausgeprägt, und zwar durch Süchte sogar. Also nicht nur, dass sie dann die Gesellschaft anderer gesucht hat und auch von euch geflüchtet ist, sondern auch, dass sie in das Essen, vielleicht emotionales Essen, geflüchtet war und auch anderer Substanzmissbrauch, nicht wahr, mit Rauchen. Aber auf jeden Fall, dass auch sie auf eine kindliche Art versucht hatte, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und war nicht in der Lage, auch gegenüber eurem Vater sich aufzulehnen oder sich durchzusetzen, aber sie konnte auch nicht selbst für sich selbst sorgen. Funktionierte leider auch nicht. Ja, du beschreibst auch, dass irgendwie auch dein Vater nicht da war. Genau das ist auch der Fall. Die waren so beschäftigt mit sich selbst, mit der Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse, dass sie euch kaum Zuwendung richtig geben konnten und auch kaum etwas an, ja, Aufmerksamkeit. Dementsprechend waren sie emotional nicht verfügbar, zum Teil auch physisch nicht verfügbar, aber auf jeden Fall auch emotional nicht. Und das verursacht natürlich emotionale Vernachlässigung. Das heißt, dass auch bei dir, wie das so entstehen konnte, dass du zum Teil vielleicht ja Züge des Verhaltens deiner Mutter übernommen hast. Denn du bist auch an einen Mann geraten, der anscheinend die eure eigenen Kinder manipuliert hat, beziehungsweise benutzt hatte, ebenfalls wie dich, dafür, dass die Wünsche, die eigenen Wünsche erfüllt werden, aber keine echte Bindung ist entstanden. Und du ziehst natürlich genau das Toxische und das Ungesunde an, solange du nicht heilst. Aber da du einiges schon jetzt erkannt hast durch den Tod deiner Mutter, welche natürlich einiges jetzt hochspült, denn ein Verlusterfahrung, was du erlebt hast, ist entscheidend dabei, dass auch Entwicklungstrauma bzw. die ehemaligen Erlebnisse, Gesamtkörperempfindungen, Gefühle, Emotionen, aber auch faktische Erinnerungen, also Gedanken oder auch vielleicht träumst du auch häufiger jetzt, aber dass eben an die Oberfläche gespült wird. Das heißt, dass das, was nie da war und wonach du ein Leben lang gesehnt hast, dass du gesehen wirst und dass du ein bisschen Liebe bekommst, ist jetzt für immer verloren. Diese Möglichkeit gibt es nie mehr. Wir Kinder, die ein Entwicklungstrauma erlebt haben, pflegen nicht selten, häufig unbewusst, sehr, sehr lange noch, auch als Erwachsene, diese Sehnsucht nach dieser Wärme, Geborgenheit und Liebe. Und obwohl wir wissen, dass diese Eltern nicht fähig waren oder vielleicht sogar schon verstorben sind, so wie bei dir das jetzt auch passiert war, kann passieren, dass wir ganz, ganz, ganz tief im Körper genau diese Sehnsüchte noch pflegen, dass diese Sehnsüchte so tief abgespeichert sind, dass wir auch dann zum Beispiel in neue Partnerschaften verwechseln. Diese Sehnsucht verwechseln wir mit partnerschaftlicher Liebe oder auch, dass jemand einfach nur aufmerksam mit mir ist, weil ich so danach ausgehungert bin. Es bedeutet aber nicht, dass dieser jemand zwangsläufig ein aufrichtiges Interesse an eine tiefe Bindung und Partnerschaft hat, sondern ist vielleicht einfach nur höflich. So weitgehend können diese Wirkungen reichen und ich möchte nochmals auch zu narzisstischer Geschwisterrivalität noch sagen. Vielleicht sagt ihr auch, dass also die Begriffe goldenes Kind und Sündenbock etwas. Denn das ist nicht selten, das passiert gerade auch, wo mehrere Geschwister sind. Und du hast auch beschrieben, dass du zweitälteste warst. Das heißt, dass es äußerst oft erfolgt, dass man in diesem, ja, dieses Erringen von Liebe
sowohl von den Eltern als auch vielleicht von den Geschwistern, genau diese mittlere Geschwister in eine Rolle hineinraten, die das goldene Kind sind. Das heißt, dass die sind ja schon größer als die Jüngsten und sie werden als Pseudo-Vorbild hingestellt von den Eltern. Gleichzeitig werden sie aber auch parentifiziert, weil sie dann zum Beispiel die Rolle als Erwachsene, ihrer Geschwisterteil, die Rolle von Aufpasser, von Fürsorger, ja, mitbekommen. Und diese Geschwister beginnen sehr schnell auch als Schiedsrichter zu agieren. Nicht nur zwischen den Eltern, sondern auch zwischen den Geschwistern. Du hast ja berichtet, dass ihr auch nicht selten Hass, Neid und viel Bösartigkeit dann da war und misstrauisch. Und dann ist ja meistens auch mit viel Streitereien verbunden. Ihr habt euch dann auch nicht wahr, aus dem Auge verloren. Gehe ich davon aus, dass dieses ja, alles zu schlichten, damit man unauffällig ein wenig Liebe bekommt, dass es dir sehr gut mit in der Wiege gelegt worden ist. Und genau das hast du ja mitgebracht, mitgenommen in deine Ehe. Denn 25 Jahre hast du dort ausgeharrt und 25 Jahre lang in dieser Scheinwelt gelebt, wie du beschreibst, wo es dir nicht richtig bewusst geworden ist, dass du eigentlich die ganze Zeit nach dieser Liebe der Eltern kämpfst oder danach sehnst und dafür kämpfst und dass du höchstwahrscheinlich, als du deinen Mann kennengelernt hast, genau das verwechselt hast und dass ein Leben lang eigentlich immer nur nach Liebe gerungen bist. Und jetzt natürlich, und das ist jetzt, fällt dir vielleicht auf, die dritte Generation, meine Güte, dass die Kinder, deine Kinder, die es auch schon haben, beziehungsweise du mit deinem Mann das so mitgegeben hast, weitergegeben hast. Und weißt du, dieses goldene Kind ist wirklich prädestiniert dafür, dass erstens diese Selbstständigkeit, beziehungsweise vielmehr die eigene Identität nicht entwickelt, um sich durchzusetzen, so wie bei deinem Mann das auch passiert war, oder gegenüber deinen Eltern und auch gegenüber deinen Kindern, dass du auf eine gesunde Art und Weise, aber dass du dich durchsetzt als Fürsorgepflichtiger, als Elternteil, als Vorbild, als liebevolle Mutter, sondern dass du weiterhin in diese ja, Parentifizierung, aber zugleich auch in diese Unterwerfung geblieben bist. Also eine Rolle, nicht wahr, für andere zu übernehmen. Das eigene Bedürfnis bleibt unerfüllt. Du hast auch ebenso wie deine Mutter damals, nicht wahr, deinen Mann dann bedient, nie deine eigenen Wünsche erfüllt. Und jetzt wurde sozusagen diese Rechnung vom Leben eingereicht. Denn sogar deine eigenen Kinder gehen jetzt. Es ist eine unglaublich schwere Situation, glaube ich, weil du hast soeben, ja, 3 Jahre ist noch nicht lange her, so ein Trauer bewältigen muss, was mit so viel Trauma da verbunden ist. Du hast ja eben, gerade eben diesen Traumfall und den Verlust erlebt. Und dadurch dann so vieles eben von Entwicklungstrauma nach oben gespült worden. Und jetzt dann, wo du dich endlich, nicht wahr, durchsetzt, dann sagen die Kinder, nein, du hast doch womöglich die Familie kaputt gemacht und sind sie dir böse. Ich bin mir sicher, dass ihnen viel Bewusstsein fehlt. Sie können das alles noch nicht richtig sehen. Und weißt du, es ist so wie du deinen Weg gehst und noch weitergehen wirst, da bin ich mir sicher, du hast schon so vieles erkannt.
dass auch deine Kinder diese Erkenntnispfade dann antreten werden. Und spätestens, wenn sie ihre eigenen Kinder auf die Welt bringen, dass sie das reflektiert bekommen. Wie auch bei dir. Irgendwann kriegen wir das, also den Spiegel vor uns, nicht wahr, gezeigt. Und diese Erkenntnisse kommen irgendwann. Ich hoffe sehr und das wünsche ich, ja, auch deinen Kindern, dass es nicht durch Zusammenbrüche dann sichtbar wird, dass sie keine Somatisierungen entwickeln, dass sie keine toxischen Beziehungen ja lange ausharren, bis sich das auflöst. Das ist wie so ein, ja, wenn du eine Brausetablette in das Glas Wasser reinwirfst und es fängt dann an so, nicht wahr, zum Sprudeln. Und bis sich das nicht auflöst, das ist alles total unklar. Wir sehen ja nicht das Wesentliche. Wenn sich diese Brausetablette aufgelöst hat, dann ist das Wasser meistens klar. Und genau diesen Weg können wir niemandem ersparen. Auch dir nicht, kann man nicht ersparen und auch den Kindern nicht. Meine weitere Impulse noch für dich. Vielleicht ganz konkret muss ich auch ansprechen. Vielleicht habt ihr oder hast du auch erkannt, das ist ja, habe ich erwähnt schon, über 3 Generationen weitergegebenes Verhalten. Das ist transgenerationales Trauma, wo wir unbewusst gewisse Verhaltensweisen oder auch Gefühle, emotionale Muster mit weitergeben, ohne dass wir das bemerkt hätten. Und du bist jetzt schon gerade dabei, das zu verändern und diesen Kreislauf zu unterbrechen. Und zumindest für dein Leben, du bist 48 Jahre alt, wirst du, bin ich mir ganz sicher, schaffen, dass du sowohl mit Selbstregulation viel erreichst und dass du eine liebevolle Partnerschaft vielleicht findest, aber auf jeden Fall, dass du nicht alleine bleibst. Und manchmal ist es etwas Geduld nur erforderlich, dass wir Kontaktabbrüche wieder angehen können. Sowohl aus der eigenen Sicht, als auch, dass diejenigen, die den Kontakt abgebrochen haben, dass sie das erkennen oder vielleicht auch erkennen, dass du das heute nicht mehr so meinst oder dass dein Verhalten sich auch verändert. Das ist nicht von heute auf morgen. Aber ich würde an deiner Stelle diesen Glauben nicht aufgeben, sondern wirklich fest daran glauben. Meine Inspiration: Elternschaft erfordert natürlich bedingungslose Liebe. Du hast es erlebt, was das bedeutet, wenn Eltern diese bedingungslose Liebe nicht geben können. Und du hast es sogar ein Stück weit übernommen und konntest du nicht verwirklichen, dass du diese Liebe deinen Kindern wirklich bedingungslos geben kannst. Ich vermute stark, und das ist ja sehr oft bei parentifizierten Erwachsenen, dass die Ursache dafür ist, dass du diese bedingungslose Liebe auch dir selbst nicht geben konntest. Denn wenn wir nur mit Bedürfnissen anderer beschäftigt sind und ja, die Verantwortung auch für andere übernehmen, gleichzeitig keine Liebe erhalten, wir sehen es nicht. Es ist ja natürlich vor uns direkt, ja. Es ist ja in uns sogar direkt, aber oft sehen wir das nicht. Dass wenn ich als erstes mir selbst keine Liebe geben kann und diese Bindung, diese bedingungslose Liebe nicht schenken kann, dass ich nicht in der Lage sein werde, das anderen zu schenken. Deshalb lade ich dich dazu ein, dass du das übst. Und dazu ist ja somatische Therapie sehr, sehr gut, dass du das noch tiefer aneignen kannst. Ja, zweite Inspiration bzw. Anmerkung. Eltern, Kindern, Beziehungen sind natürlich komplex. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich, wirklich erkannt. Und insbesondere bei Komplextrauma ist das ein unglaubliches Gefecht. Also das ist ein
ein Netzwerk an Verbindungen, Bindungen, Querschnitte. Das ist wie so ein ganz kompliziertes Strickmuster. Und als erstes wäre mein Impuls oder auch vielleicht Inspiration für dich, dass diese Haltung von Rivalität behandelst. Weil das ist das, was sehr, sehr tief in uns selbst unglaublich viel kaputt macht. Und dass wir versuchen, uns selbst anzunehmen, aber auch das, was bisher passiert war, anzunehmen. Und wenn ich auch, und da sieht man, dass auch dein Selbstwert höchstwahrscheinlich hier ein bisschen noch wirklich wachsen darf, wenn ich ausreichend Selbstwert habe und ich mir dessen bewusst bin und auch sicher bin, was alles ich kann, dass meine Kinder zurückkommen, dass ich in der Lage sein werde, das zu vermitteln, dass auch ich vieles erkannt habe und auch die Trennung von dem Vater als Selbstschutz und das einzig Richtige war, dann benötigst du diese Rivalitätsgedanken oder Gefühle und Empfindungen. Ich weiß, dass nicht selten sowas im limbischen System sehr tief abgespeichert ist. Und auch das ist ein Prozess, nicht wahr? Aber das ist, glaube ich, neben Selbstregulierung einer der wichtigsten, ja, Punkte, die du vielleicht angehen kannst. Und du weißt ja, weil ja eben diese Beziehung so komplex ist, bringen natürlich viele Herausforderungen mit sich, solche Beziehungen. Und insbesondere, wenn auch deine Eltern und du ja schon auch Traumata erlebt habt, dann ist es umso mehr natürlich eine große Herausforderung. Und es kann auch schon Schwierigkeiten geben. Mein nächster Impuls ist Fähigkeit zur Veränderung durch die Bedürfnisse selbst zu erfüllen. Das heißt, dass auch hier unglaublich wichtig, sehr, sehr viel mit Körper zu arbeiten, dass die eigentliche und echte Bedürfnisse überhaupt mal entdeckt werden, dass wir diese wahrnehmen können. Und wenn ich das auch lernen kann, diese Bedürfnisse mir selbst zu erfüllen, und glaube mir, es sind oft Bedürfnisse, die wir jahrelang, auch nachdem wir immer bewusster werden, aber nicht merken, dass wir immer noch durch anderen erwarten, diese erfüllt zu bekommen. Wenn wir diese Wünsche uns wirklich schaffen, selbst zu erfüllen, dann kannst du sehr, sehr stolz auf dich sein. Und ich glaube, dass auch das ein riesen Meilenstein für dich wäre. Denn du hast es sehr, sehr früh schon verlernt, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und so kannst du ein Stückchen immer mehr zurück zu dir selbst kommen. Und meine fünfte, letzte Inspiration, Selbstreflexion führt zu Wachstum und das Finden eigener Identität. Natürlich wird dadurch gefördert. Und Ängste und Zweifel sind auch wieder begleitende Erscheinungen oder ich sage mal ganz natürliche Folgen, wenn ich in die Selbstreflexion gehe. Was werde ich denn dort finden? Aber glaube mir, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und genau das wünsche ich dir, liebe Veronika. Und auch alle denen, die ja vielleicht was Ähnliches erfahren haben, die auch Weitergabe, transgenerationale Weitergabe von narzisstischer Geschwisterrivalität erlebt haben, wo sie viel auch emotionale Vernachlässigung oder Parentifizierung miterlebt haben und womöglich, wo die Kinder jetzt auch den Rücken kehren. Und nun, jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich an Veronika und ich wollte dir noch mitteilen, unten im Kommentar ist ein Link. Meine Webseite wurde jetzt etwas eingerichtet, wo du auch deine Briefe mir zusenden kannst. Wenn du dir wünschst, dass ich das hier vorlese und etwas vielleicht dazu natürlich sehr anonymisiert, aber sage. Und ja, ich freue mich auf jeden Kommentar und auf alles, was dir hier als Anregung, als Gedanke
oder Erfahrungswerte gekommen sind und du hier mit der Community teilen möchtest, weil wir alle daraus lernen. Und ich wünsche dir, wie immer, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, Gabriela. 'Cause it feels like home.